Und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial, zu einer neuen Episode von The Kiba and the Vani Connection. Ich freue mich, euch dieses Mal ein englischsprachiges Tutorial mit Econo Alchemist, der mittlerweile schon sehr bekannt ist in Bitcoin-Kreisen, der ausgezeichnete Artikel schreibt und Tutorials macht. Und ich hatte das Vergnügen und die Ehre, mit ihm eine Serie von Tutorials zu machen zu Mobile Wallets, also Blue Wallet, Desktop Wallet, zum Beispiel Sparrow, Samurai Wallet und BISC, die dezentralisierte Plattform, wo du ohne KYC, also ohne dich ausweisen zu müssen, also diese ganze komplizierte Prozedur quasi, die da notwendig ist bei so gut wie allen Exchanges, also bei allen Exchanges, alles reguliert und zentralisiert. Und BISC ist eine wirklich, muss ich sagen, relativ sehr nutzerfreundliche Plattform, wo du ohne KYC mit verschiedenen Zahlungsformen Bitcoin kaufen kannst. Natürlich auch verkaufen kannst, aber wie gesagt, als Bitcoin-Maximalist oder Bitcoin-Hodler würdest du auf jeden Fall nicht deine Bitcoin hergeben oder verkaufen, aber auf jeden Fall ist das möglich. Ja, und ich möchte jetzt eben dieses englischsprachige Tutorial, das in etwas langatmig, sehr ausführlich, aber wirklich sehr gut geworden ist, eine Stunde, 20 Minuten in einer zweifachen Geschwindigkeit hier abspielen, wie du siehst. Wo Econo Alchemist das eben die Slides bespricht, die praktischen Schritte von A bis Z, die Hintergründe, warum nicht KYC und also warum man ohne KYC Bitcoin kaufen sollte. Aber dazu komme ich noch später. Ja, ich hoffe, du wirst viel daraus lernen und wirst auch die ersten praktischen Schritte implementieren können nach diesem Tutorial. Falls du natürlich weitere Fragen haben solltest, kannst du mich gerne kontaktieren. Meine DMs sind offen. Du kannst mich über Twitter, LinkedIn, Telegram oder über meine E-Mail-Adresse kd@kwandavani.com erreichen. Und ja, freue mich über deine Fragen, Kommentare, Anregungen, ja, und Wünsche. Gut, also bei BISC geht es eben darum, dass man ohne KYC Bitcoin kaufen kann, in erster Linie. Und um eben BISC nutzen zu können, solltest du schon im Besitz oder sozusagen die Kontrolle über oder die Verfügungsmacht schon über einige Bitcoin haben, die du am besten zuvor, also falls du jetzt ein Bitcoin-Beginner bist oder eine Beginnerin, ja, dann solltest du das auf jeden Fall schon vorher ohne KYC erworben haben. Geringe Mengen, ja, ob das jetzt 50 oder bist du in Österreich, sage ich jetzt mal, ich bleibe jetzt mal in Österreich, aber ich nehme an, in Deutschland und im deutschsprachigen Raum wird das mehr oder weniger gleich oder relativ ähnlich gehandhabt. In Österreich ist es so, dass man bei einem Bitcoin-Automaten bis zu 250 Euro ohne KYC, also ohne sich ausweisen zu müssen, Bitcoin kaufen kannst. Das ist so eine Art semi-freiwillige Vereinbarung zwischen der Finanzmarktaufsicht, denke ich, und den jeweiligen Betreibern. Also hier in Österreich ist es Courant vor allem, die diese Automaten aufstellt, die eine Art nicht, also sie haben jetzt kein Monopol, aber ja, und wie du siehst hier, du kannst dir über Coin ATM Radar, kannst du überall auf der ganzen Welt, eben auch in Österreich, also da sind natürlich auch die ganzen Shitcoins noch dabei, ja, oft, aber es gibt auch nur Bitcoin-Automaten und da kannst du genau also sehen, ja, also sogar wirklich sehr nützliche Infos, ja, wo das ist und ob die nur Bitcoins sind oder auch Shitcoins haben. Ja, also es ist wirklich ein sehr nützliches Tool, ein sehr nützliches Werkzeug, mit dessen du dich bedienen kannst.
Wie gesagt, Econo Alchemist hat hier beschrieben, wie man in vor allem in den USA Bitcoin erwerben kann. Also das Prozedere ist doch ein wenig anders in Österreich. Ich denke nicht, dass du, wenn du jetzt mit Cash zahlst, also mit Banknoten, Cash, Fiat, Geld, dass du jetzt, also achte einfach darauf, dass du da jetzt nicht dich, wie man im Englischen sagt, dich doxst, also dich irgendwie mit dem Gesicht kenntlich zeigt oder identifizierbar machst. Also möglichst, soweit es möglich, einfach Sorgfalt walten lassen. Auch nicht, ja, falls du mit dem Auto jetzt hinfahren solltest, schau, dass du irgendwo parkst vielleicht. Also es wird jetzt auch nicht jetzt besonders was passieren oder du wirst auch nicht verfolgt oder sonst irgendwie. Aber es ist einfach nur, du solltest es dir zur Gewohnheit machen, gerade bei solchen Transaktionen vorher, nachher, weil das geht niemandem was etwas an. Ja? Es geht weder dem Staat noch was an, also egal jetzt welche kriminelle Identität, dem Staat oder den, man kann jetzt darüber diskutieren, ja, wer, ob das jetzt die Bank, also die Räuber sind oder die Einbrecher oder die Diebe oder die Erpresser oder sonst irgendwelche Leute, die deine Bitcoin oder dein Vermögen stehlen wollen. Ja, also ich, gut, also bei BISC, wie gesagt, geht es darum, dass du mal kleinere Beträge irgendwo bereit hältst. Und wie du hier siehst beim Bitcoin-Automaten, da kannst du eben Bitcoin ohne KYC kaufen. Eben, wie gesagt, in Österreich bis zu 52 Euro ohne KYC. Du kannst natürlich auch nacheinander, hintereinander immer bis zu 52 Euro kaufen. Also niemand hindert dich daran. Ja? Also es geht nur darum, es ist halt diese Grenze, ja, die da eingeführt worden ist oder irgendwie vereinbart worden ist. Gut, und du wirst also schon vorher dich vertraut gemacht haben mit irgendeinem Mobile Wallet, ob das jetzt Blue Wallet ist, Samurai Wallet oder irgendein anderes Wallet, das einfach, ja, wo du einfach eine Deposit-Adresse, also Hinterlegungsadresse, also einen QR-Code generieren kannst. Und das tust du alles doppelt und dreifach checken, gegenchecken. Mit den Adressen, die dazu quasi gezeigt werden am Display, am Automaten, so dass alles wirklich seine Richtigkeit und Korrektheit hat, einfach nur um hundertprozentig sicher zu gehen. Und ja, dann gibst du einfach das Cash rein, überprüfst, wie gesagt, noch einmal zur Sicherheit dreifach die Adresse, die auf diesem Bitcoin-Automaten steht, auf dem Screen, folgst dann Anweisungen und vollendest dann die Transaktionen. Und diese Bitcoins sollten dann innerhalb kürzester Zeit dann oder spätestens innerhalb von ein paar Minuten, manchmal dauert es vielleicht länger, aber man sieht sofort, dass es schon unterwegs ist und dann brauchst du nur mehr vielleicht auf die Bestätigung halten. Gut, und dann kannst du natürlich auch deine Rechnung quasi auch ausdrucken lassen. Ja, lass es dir nicht bitte über E-Mail irgendwie übermitteln, ja, weil du willst möglichst wenig Daten von dir hergeben. Also am besten gleich ja, bist einverstanden mit dem Ausdruck und dann hast du auch eben einfach einen Beleg dafür. Ja, dann gehen wir ein Stück weiter. Und zwar, wenn du dann auf die Website gehst, BIS.network, gehst du auf eben BIS.network und downloadest für das jeweilige Betriebssystem, also in dem Fall ist es hier Windows, ja. Tust du es einfach downloaden, weil es ist ja quasi lokal, ja, auf deinem Rechner. Und dann werden wir jetzt gleich Schritt für Schritt, und du kannst natürlich auch den Hintergrund auch dunkel machen hier, also ich bevorzuge es, dann in den Einstellungen, in den Settings, den Hintergrund dunkel zu machen. Aber das sind einfach jetzt nur Screenshots von den jeweiligen Schritten, weil wir haben uns einfach nicht getraut, da jetzt irgendwie unsere Accounts jetzt zu öffnen, weil es sicher auch praktisch wäre, aber aufgrund von Sicherheitsrisiken und so weiter ist es einfach schwierig und dann auch noch im Nachhinein das zu blurren, also quasi unkenntlich zu machen. Ich habe gehört, es gibt schon Software, die das rückgängig machen. Also es ist ein bisschen kompliziert. Deshalb haben wir jetzt, hat der Econo Alchemist da jetzt mit PowerPoint oder Slides einfach hier gearbeitet, was auf jeden Fall sehr nützlich ist. Somit tust du das Downloaden. Die Verifizierung dieser Software, ja, ist ein eigenes Kapitel für sich, aber es sei nur dahingestellt, also ich arbeite mit Cleopatra
um eben diese PGP, den PGP-Schlüssel des jeweiligen Developers, Entwicklers zu verifizieren, und HXD, das macht dann jeder ein bisschen anders. Das ist auch eine eigene Software, wo ich quasi diese Checksum, ja, also diesen, die Checksum für das SHA 256 für Windows quasi generiere und das dann mit den in den Dokumenten befindlichen Daten oder den Code dann Gegenüberstellung vergleiche, und wenn die dann übereinstimmen, dann weiß ich, okay, dann ist das die richtige Checksum. Die PGP mache ich eben mit Cleopatra, ja, und dann zeigt er mir das an, eine validierte Signatur von, in dem Fall ist es hier christophattenneder@gmail.com, und dann wird es auch grün angezeigt. Also ich möchte jetzt auch nicht allzu sehr ins Detail gehen, weil das wirklich ein eigenes Kapitel ist, aber da gibt es wirklich auch genügend Videos, Anleitungen, Tutorials, Guides, wie man schön sagt, denen du folgen kannst. Gut. Und auch The Econo Alchemist hat auch dazu, auch zu diesem Thema, ein, soweit ich mich erinnern kann, ein Tutorial oder ein Artikel auch dazu darüber geschrieben, wie man diese Validierungen oder Signaturvalidierungen und die PGP-Validierungen und so weiter mit möglichst einfachen Schritten durchführen kann. Gut, dann springen wir ein bisschen weiter, weil das hier doch ein bisschen etwas zu langsam ist. Weil dann wird doch, er hat doch sehr ausführlich da kommentiert, ja, wie gesagt, aber es wird zu sehr in den Kaninchenbau hineingehen. Ich denke mir, wenn du hier eine Möglichkeit hast, die Signatur zu verifizieren, solltest du auch bei jeglicher Software, dann, also solltest du wirklich zur Gewohnheit machen. Gut, und hier ist schon diese Plattform, also der Dashboard dieser BIS Network. Sobald du das downgeloadet hast, siehst du hier eben, Markt, kaufe Bitcoin, verkaufe Bitcoin, Portfolio, Funds, also das sind die, das, was du schon drinnen hast, Support, Settings, Account, ja. Das heißt, als erstes gehst du mal zu diesem Tab Account oder Konto und klickst dann auf Wallet Seed, ja, also die Seed-Phrase, ja. Und diese 12 Wörter Seed-Phrase, die solltest du am besten händisch, manuell, ohne dass du dich irgendwie einem Risiko begibst, Kamera, sonst keine Screenshots, keine Fotos, nichts. Also einfach nur wirklich ganz traditionell, altmodisch, mit einem Kugelschreiber so ein Blatt Papier schreiben und mit niemandem das teilen. Also wirklich wieder ein Augäpfelchen hüten. Als nächstes gehst du dann zu Wallet Password und setzt ein strenges Passwort, also wirklich ein gutes Passwort fest. Ja, gut, dann gehen wir schon mal einen Schritt weiter. Jetzt navigierst du dann am besten zu dem Funds Tab und gehst dann auf Receive Funds, also Funds empfangen. Ja, und das wird dann sofort dir ein BIS Deposit Adresse generieren, dass du übrigens auch, also falls du jetzt direkt von einem Bitcoin-Automaten oder wo auch immer du sozusagen ohne KYC eine kleinere Menge an Bitcoin kaufst, kannst du auch direkt auf diese Adresse überweisen. Also diese Option steht dir natürlich offen, aber normalerweise macht man das so, dass man tut das auf einem Mobile Wallet, von deinem Mobile Wallet dann direkt auf diese also Receive Funds Adresse. Ja, also beziehungsweise du kannst diese QR-Code dann eben mit deinem Mobile Wallet einscannen und ganz easy, ganz einfach dann transferieren. Dann wartest du eben auf Konfirmationen, ja, und dann kannst du dein Fiat-Währungskonto einstellen, navigierst dann zum Account und dann zum National Currency Accounts, also zum nationalen Währungskonto, und dort gehst du dann Add Account. Und da kannst du eben festlegen, da gibt es eben, und ich kann jetzt auch nicht auf alle möglichen Bezahlformen hier eingehen, bleiben wir mal ganz einfach bei SEPA, also weil ich das über SEPA mache, kannst du hier einstellen, sodass es sozusagen zu einem Standard wird, wo du weißt, okay, und da kannst du eben deine Details hier ausfüllen, die ganzen Daten, also das ist sie relativ selbsterklärend. Und dann gehst du auf Save New Account, also das Konto quasi, das speicherst du. Und das wäre mal mit dem Schritt getan. Gut, dann gehen wir mal ein Stück weiter. Und jetzt kannst du sofort beginnen, Angebote von
von Händlern, also von den Verkäufern, Bitcoin-Verkäufern anzunehmen, oder du machst ein eigenes Create New Offer to Buy BTC erstellen. Ja? Also ein ganz individuelles, wenn du es vor allem nicht eilig hast. Ja? Also außer du hast es sehr eilig, ja, oder möchtest es gleich sozusagen über BISC dann, ja. Aber wenn du eine niedrige Zeitpräferenz hast, und es geht hier immer bei Bitcoin über eine niedrige Zeitpräferenz, also auf lange Zeit hinaus, ja, mit einer langen Perspektive, kannst du es einfach, ja, deine Order hier auch selber erstellen und dann einfach geduldig warten, bis sich die Order selber füllt. Ja? Aber dazu kommen wir noch, die einzelnen Schritte, wie das genau vonstatten geht. Also, die Angebote sind hier, du kannst sie auch selektieren, Show All oder nur über SEPA. Ja? Also du kannst hier zum Beispiel, wo ich mit dem Pfeil hier bewege, Show All, da kannst du alles filtern, ja. So, hier kannst du eben dein eigenes Account erstellen, Create New Offer. Und hier siehst du eben, also hier kannst du selektieren deinen Kontotyp, den Betrag von Bitcoin und ob der Betrag quasi über oder unter dem Marktpreis sein soll. Ja? Und das ist es ein bisschen, ein bisschen irreführend, muss man sagen, ist ein bisschen kontraintuitiv gemacht. Denn es steht zum Beispiel hier, ja, 0,01, weil das ist ja sozusagen jetzt, bevor du überhaupt quasi zu einem signierten, validierten BISC-Nutzer wirst, bist du beschränkt auf, also die ersten, vor allem die ersten 30 Tage auf 0,01 Bitcoin. Und da steht zum Beispiel, ja, below, was weiß ich, Prozent, also unter dem Prozent von Marktpreis, und da steht dann minus 2,5. Und da steht auch ein Warnhinweis, also ein Rufzeichen, wo du, wenn du drauf hoverst, steht dann auch, also das bedeutet, dass du über, ja, also dieses Minus bedeutet eigentlich kontraintuitiv, dass du 2,5% über dem Marktpreis bereit bist zu zahlen. Ja. Aber wie gesagt, du kannst dich da ein bisschen zunächst mal herumspielen, aber wichtig ist nur, dass du weißt, was du hier abschließt, weil du kannst ja auch in dem anderen Feld unter darunter nämlich einen Fixpreis angeben oder einen optionalen Trigger Price. Also das heißt, wenn der Preis von Bitcoin, sagen wir über 51.250 oder über einen bestimmten Betrag hinausgeht und du hast zum Beispiel nur 600 Euro am Konto, ja, dann willst du natürlich sicher gehen, dass du da nicht also wenn du nur maximal 600 Euro ausgeben möchtest, dass du quasi nicht über diese 600 Euro hinausgehst, weil das ist quasi dein verbindlicher Vertrag, ja, den du hier eingehst zwischen, ja, Händler, also Käufer und Verkäufer, der hier zustande kommt. Und hier kannst du dich auf jeden Fall ein bisschen da hin und her spielen, weil das adjustiert sich dann sozusagen, wenn du einen Parameter hier wechselst, dann ändert sich natürlich der andere Parameter. Aber wie gesagt, ich glaube, die zwei wichtigsten Felder, die hier, bevor du überhaupt auf bestätigen gehst, der Deposit-Betrag, ja, also den Käufer und Verkäufer hier hinterlegen müssen, das kann man hier in der neuesten Version, das ist jetzt hier nicht angezeigt, prozentuell noch nicht angeben. Ja? Das heißt, manche sagen, okay, also ich bin der Meinung, dass es ist absolut in Ordnung, wenn du sagst, okay, sowohl du als Käufer als auch der Verkäufer sollen 40% oder 50% des Gesamtbetrages so quasi als Sicherheitshinterlegung, ja, hinterlegen. Ja? Und das ist eben dieses Deposit, ja, dieses Security Deposit. Und das kann man hier einstellen. Manche sagen, nein, das schreckt viele Verkäufer dann ab oder viele sozusagen BISC-Nutzer, aber wie gesagt, das ist eine Einstellungssache oder beziehungsweise ist das ein Vertrag hier, den du hier eingehst, und sonst müsstest du dann, wenn dann irgendetwas schief läuft, eine Dispute Resolution, eine Art Mediation dann einläutern, was für mich, also ich habe, und auch für Economy Alchemist, der hat noch gesagt, es kommt auch nie zu Problemen. Ich habe auch nie ein Problem gehabt bei solchen Transaktionen. Und meine Orders sind immer durchgegangen und es war ganz geschmeidig, ganz einfach, und habe dann einfach den Betrag, den ich dann sozusagen überweisen hätte müssen, einfach überwiesen, transferiert auf das Konto, und auf die Details dann, wie du das dann überweist, nämlich ohne irgendwelche Codes oder irgendwelche Notizen, Verwendungszweck oder sonstigen, also wirklich, du lässt es am besten leer stehen, und wenn du dann den Banktransfer machst über SEPA. Gut,
Also hier, wie gesagt, Optional Trigger Price, das ist quasi der maximale Bitcoin-Preis, der, falls der irgendwie sozusagen nach oben gehen sollte, plötzlich. Ja? Das heißt, du bist nicht bereit, mehr als sozusagen bis zu diesem maximalen Betrag bist du dann bereit zu zahlen. Ja? Oder hier kannst du ja auch den maximalen Euro- oder US-Betrag, also das kannst du eben einstellen, ja, welche Landeswährung kannst du hier einen Maximalbetrag eingeben, den du bereit bist für einen Bitcoin quasi zu zahlen. In dem Fall ist es hier 0,01 Bitcoin. Das heißt, du bist bereit, bis zu 2,5% über dem Marktpreis zu zahlen. Und das sind jetzt aktuell hier in diesem konkreten Beispiel 525 US-Dollar. Gut, aber wie gesagt, du wirst irgendwann mal den Dreh rausbekommen. Du kannst es nicht jetzt großartige Fehler hier machen. Es ist nur wichtig, dass bevor du hier auf Bestätigen gehst, diese einfach alle Felder nochmal durchcheckst, dreifach checkst und dann auf Bestätigen gehen. Ja, und dann auf Next Step. Gut, dann gehen wir mal zu den nächsten Schritten hier. Ja, also es gibt auch die Möglichkeit über BISC-Token, also die BISC-Plattform, das BISC-Netzwerk ist tatsächlich, also wirklich nur Bitcoin, die handeln aber auch mit Monero, was die Conor Alchemist also sagt, es ist natürlich jetzt für ihn jetzt kein Shitcoin, weil die wirklich jetzt dafür sorgen, also deren Priorität ist es quasi, die Privatsphäre noch mehr zu erhöhen und wirklich, aber man kann hier über BISC-Tokens sich einige Kosten sparen, was ich nie gemacht habe. Ich habe es nie getestet. Aber die Möglichkeit, diese Option gibt es, dass man über BISC-Tokens diese Transaktion quasi ja, durchführt. Und dann erspart man sich ja einiges an Gebühren oder an. Gut. Also du musst hier ein kleines Security Deposit, also eine Sicherheitshinterlegung machen von beiden Nutzern, ja, also sowohl Verkäufer und Käufer. In diesem konkreten Fall sind es 0,06, 0,006 Bitcoin und deshalb solltest du also schon vorher ein bisschen mehr Bitcoin gekauft haben bei einem Bitcoin-Automaten oder eben auch, du kannst ja auch über Azteco mittlerweile auch schon Lightning Vouchers und dann kannst du sagen, über Lightning, was diese Transaktionsgebühren eben drastisch reduziert, auch einlösen. Also das geht ganz einfach und da kann ich dann auch, wenn du mich dann kontaktierst, kann ich dir eben diese Kontaktdaten geben, wo du das online kaufen kannst, beziehungsweise über diverse Personen. Gut, also du benutzt eben dieses Funding eben, um ein Security Deposit zu machen, um die Handelsgebühren und die Mining Fees, die Transaktionsgebühren zu zahlen. Ja, und dann die Security Deposit, ja, diese Sicherheitshinterlegung wird dann natürlich wieder zurückgegeben, wenn der Handel vollendet ist. Und wenn dieser Handel dann vollendet ist, dann kannst du natürlich, musst aber nicht, ja, diese Bitcoin, diese Security Deposit für weitere Transaktionen dann auch verwenden. Was ich nicht jetzt tue, aber da komme ich noch drauf zurück, ich ziehe das so sofort immer ab und mache dann sozusagen alles dann von vorne Tabula Rasa. Wenn ich eine neue Transaktion machen möchte, dann, ja, dann lade ich das einfach wieder, dann transferiere ich wieder ein bisschen Bitcoin, um ein Security Deposit zu haben. Aber du kannst es auch drinnen lassen. Das Security Deposit oder die Sicherheitshinterlegung und das auch sozusagen für weitere Transaktionen, für weitere Käufe, Bitcoin-Einkäufe, Handel zu verwenden. Also du kannst hier unter Portfolio kannst du eben schauen, deine offenen, deine anhängenden und die historischen Angebote. Also alles, was irgendwie mit deinen Transaktionen zu tun hat. Dann die meisten neuen Konten sind auf 0,01 Bitcoin für 30 Tage limitiert. Das heißt, sobald du beginnst, deinen ersten Handel erfolgreich zu vollenden, und zwar mit einem Kontoinhaber, der dein Account signieren kann, ja? Und nach 30 Tagen wird dann dieser Limit dann erhöht,
Und nach 60 Tagen werden dann komplett alle Limits dann, alle Begrenzungen, alle Betragslimitierungen dann aufgehoben. Das heißt, es wäre mal wichtig, dass du einfach bei der ersten Transaktion möglichst schnell einfach auch wenn es ein kleiner Betrag ist, auch wenn du ein bisschen jetzt mehr drauf zahlst natürlich, aber das ist einfach ja dann mit der hohen Zeitpräferenz, wenn du einfach auf schnell, schnell als möchtest dann und dein Konto signieren lassen möchtest, dann ja, dann musst du so schnell wie möglich einfach nur eine Transaktion mit einem Kontoinhaber von BISC eine Transaktion vollenden und dann nach 30 Tagen wird dann diese Limit. Ja, also es ist wirklich einfach. Es ist einfach zu bedienen. Es ist viel nutzerfreundlicher geworden. Und ein Kommentar möchte ich hier noch abgeben zum Verbinden deines BISC mit deinem eigenen Node. Also ich würde das auch lassen. Sogar Ikona Alchemist, der sehr, sehr bedacht ist auf seine Privatsphäre und so weiter, sagt, dass es ist. Es ist, er hat sein BISC nicht mit seinem eigenen Node verbunden, denn falls irgendwelche Probleme auftauchen sollen, irgendwelche Ungereimtheiten oder irgendetwas schiefgehen sollte, dann ist es ein bisschen oder wesentlich schwieriger, hat er gemeint, das rückzuabwickeln. Und wenn man das am besten mit den eigenen BISC-Nodes verbindet, dann, ja, dann ist es bei Komplikationen oder bei irgendwelchen Ungereimtheiten oder Widersprüchlichkeiten oder was auch immer, irgendwelchen Problemen, die da auftauchen, einfach viel leichter rückzuabwickeln oder zu lösen, die Probleme. Weil ich hatte das ursprünglich auch mit einem eigenen Node verbunden. Aber dann, falls du dann keinen Zugang haben solltest zu deinem Computer oder zu deinen Daten oder zu deinen Files oder was auch immer, ist es einfach kompliziert. Also lass es einfach bei Default, so wie es einfach ist. Lass es so, wie es einfach eingestellt ist. Und dann brauchst du auch nicht dich plagen. So, also was wir gelernt haben, ist quasi die Wichtigkeit von Selbstverwahrung, also selbstsouveräne Selbstverwahrung, ja, Eigenverantwortung übernehmen, die Gefahren von KYC hat auch die Ikona Alchemist ausführlich besprochen. Das heißt, wenn es irgendeinen Leck gibt, ja, also bei all diesen zentralen Exchanges, da muss man sich ja ausweisen mit Passport und Reisepass oder Personalausweis, Gasrechnung, Stromrechnung, ja, die haben dann alles von dir, ja, also deine Adresse, dein Foto und wie du schon auch gehört hast, vielleicht von Ledger zu einer Hardware-Wallet, wo einfach dann Hunderttausende Daten ge geleakt worden sind. Also die sind einfach dann irgendwelche Hände gekommen und da ist es auch schon passiert, dass in Kanada einer überfallen ist aufgrund dieser Datenlecks. Ja, und das ist höchst gefährlich, ob das jetzt irgendein Einbrecher ist oder irgendwelche Kriminelle oder eben der Staat oder die Steuerbehörden oder was auch immer. Ja, also du kannst dir selber jetzt überlegen, was jetzt welche Strukturen da jetzt unethische Kriminelle agieren. Beim Staat und beim Gesetzgeber und bei den Steuerbehörden ist das quasi legalisierter Diebstahl, aber egal, es ist wie es ist. Also KYC ist wirklich, birgt enorme Risiken in sich und du solltest schauen, und BISC ist eben die Möglichkeit, dass du ohne KYC, ohne dich ausweisen zu müssen, möglichst also anonym oder pseudonymisiert Bitcoin kaufen kannst. Ja. Ikona Alchemist hat auch, wie gesagt, wir haben im Vorfeld ein Tutorial auch gemeinsam gemacht. Er hat auch die Artikel auch dazu publiziert in Bitcoin Magazine auf seiner Website iconoalchemist.com und auf bitcoinmagazine.com, nämlich zu Samurai Wallet, Blue Wallet. Und Sparrow Wallet ist ein Desktop Wallet, Samurai Wallet und Blue Wallet sind Mobile Wallets und wie man und dann schlussendlich wie man Bitcoin von einem Bitcoin Automaten erwirbt, nämlich ohne KYC in Österreich bis zu 250 Euro. Beziehungsweise ja, falls du jetzt zum Beispiel in UK bist, in England, kannst du in viele Shops gehen und direkt dort ein Azteco-Voucher kaufen, ob das ist On-Chain oder über Lightning, das heißt mit reduzierten Transaktionsgebühren kaufst. Und jetzt mittlerweile kann man auch über diverse Personen auch Lightning-Vouchers, Bitcoin-Lightning-Vouchers, und die kannst du dann über dein Wallet, ob das jetzt Wallet für Satoshi oder Phoenix oder Blue Wallet oder Samurai Wallet. Also Samurai Wallet ist nur On-Chain, aber mit Blue Wallet und Phoenix und Wallet Satoshi und Moon mittlerweile kannst du Lightning Vouchers einlösen, von Azteco zum Beispiel. Ja? Es gibt auch eine Telegram-Gruppe t.me/bisc_p.
P2P, also Peer-to-Peer. Aber das kann ich alles noch in den Shownotes hinzufügen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen und konnte dir da ein wirklich ein gutes und ausführliches Tutorial hier geben, praktische Schritte vor allem, wie du am besten Bitcoin erwerben kannst über Bitcoin-Automaten und dann eben auf deinem lokalen Rechner, auf deinem Computer, auf deinem Laptop, BISC-Netzwerk runterladen, installieren und dein Konto einrichten, quasi deine Settings quasi standardisieren, die nationale Währung auswählen, ob das jetzt Euro oder ja, oder die Zahlungsmethode. In meinem konkreten Fall, ich nutze SEPA, aber da kannst du innerhalb der EU, da gibt es ein paar Ausnahmen, wie das spielt, denn der Schweiz ist ein bisschen kompliziert, weil da gibt es, ist nämlich unterschiedlich, ob du von welcher Bank du das transferierst, aber generell in der EU ist es eine SEPA-Überweisung. Und dann brauchst du einfach nur die IBAN und die BIC, außer du machst das quasi einen Inlandstransfer wie in Österreich, dann brauchst du nur die IBAN. Ja, also das sind jetzt Details, die dir wahrscheinlich schon geläufig sind. Und ja, falls du Fragen haben solltest, bitte melde dich bei mir, Kommentare oder Wünsche oder Beschwerden. Und und ganz wichtig, schau, dass du ja möglichst viel und regelmäßig Bitcoin kaufst, sei es noch in kleineren Beträgen, aber falls mal der Preis dann doch einsacken sollte, dann würde ich einfach das ausnutzen und größere Beträge, und dafür ist es eben dann auch da, wenn diese Limits dann aufgehoben sind nach 30 Tagen und dann überhaupt gänzlich dann nach 60 Tagen dann gänzlich dann diese Limits dann aufgehoben sind, dann kannst du natürlich größere Beträge ohne KYC, also anonym bzw. pseudonymisiert kaufen. Und wenn du dann deine Banktransfer machst, du fügst nichts in den Verwendungszweck hinein. Das heißt, du schreibst da nicht hinein Verwendungszweck oder irgendein Code oder sonst irgendwas. Also das war am Anfang so, dass es irgendeinen Code gegeben hat, aber mittlerweile lässt du es einfach leer stehen und ja, und schreibst dann intern in deinem BISC Network im Dashboard den jeweiligen Nutzer, quasi kannst du ihm eine interne Message schicken, habt ihr gerade das überwiesen, sollte nicht mehr als 1 bis 3 Tage dauern und das war's, damit er einfach nur informiert ist und das war's dann schon. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Tutorial, das ich machen darf mit Econo Alchemist und werde das soweit als möglich auf Deutsch übersetzen. Eines davon ist auf jeden Fall schon auf Deutsch übersetzt, das ist das Tutorial über Samurai Wallet, zum Thema Samurai Wallet auf Deutsch. Und mein Name ist Kevan Davani, ich bin der Host der Kevan Davani Connection Show. Du kannst mich auf Twitter finden, folge mir bitte, abonniere meinen Kanal, YouTube-Kanal oder die Podcast-Plattformen auf anchor.fm/kevandavani. Du kannst mich auf LinkedIn, Telegram, Twitter und anderen Social Medias natürlich auch finden und würde mich auf eine wirklich gute Bewertung oder 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, Apple Podcasts auch sehr freuen. Falls du irgendwelche Anregungen hast oder Kommentare oder Wünsche für Diskussionen, Interviews, die ich auf meine Podcast-Show oder auf YouTube mache, bitte schick mir eine DM, eine Direct Message oder eine E-Mail kd@kevandavani.com. So, viel Spaß beim Hodeln und wir sind jetzt in sehr, sehr spannenden Zeiten. Sehr, sehr aufregend spannenden Zeiten. Bis bald. Alles Liebe.